Die Fröleichnamsprozession in Erang ist jedes Jahr ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Vom Schulhof aus kommend, dort wo der erste Altar steht, geht es durch die Oberstraße zur Brückenstraße zum zweiten Altar am Haus Losen. Die Sakramentsgruppe wird begleitet von Kommunionkindern, den Schwestern der Franziskanerinnen aus dem Marienkrankenhaus, der Freiwilligen Feuerwehr und den Gremien aus Gesellschaft und Kirche. Nach dem sakramentalen Segen durch Dächern Stefan Schieben zieht die Prozession weiter zum Marienkrankenhaus. Dort ist der Haupteingang an diesem Tage gesperrt und der reichlich geschmückte dritte Altar aufgebaut. Der sakramentale Segen wird hier von Kaplan Arnold Terwa gespendet. Vom Marienkrankenhaus aus führt der Weg der Prozession weiter durch die Gartenstraße zur Niederstraße, wo auf dem Lutschesplatz direkt neben der Bäckerei Eisenach der vierte Altar steht. Musik.
Alle Messdiener der Pfarrei sowie die Mitglieder des Gemeinderates und des Kirchenvorstandes begleiten die Sakramentsgruppe zur Kirche von St. Peter. Das Milo-Kreuz in der Quinterstraße ist das älteste steinerne Wegekreuz im Trierer Land. Es ist ein uralter römischer Meilenstein, der an den Gewaltherrscher Bischof Milo erinnert, der hier um das Jahr 760 bei der Jagd tragisch ums Leben kam. In der Oberstraße ist eines der schönsten Kreuze von Erang zu sehen. Das Küferkreuz. Es wurde um 1886 von der Küferfamilie Kiefer errichtet und befindet sich in einem bedauernswerten Zustand. Unmittelbar am Waldrand zur hinteren Heide ist ein Standbild mit der Schönstadt-Madonna zu sehen. Es wurde dort 1959 von einer Mädchengruppe der katholischen Jugend errichtet. Am Kolping-Gedenktag 1965, dem 100. Todestag des Gesellenvaters Adolf Kolping, wurden 12 neue Mitglieder in die Kolpingsfamilie Erang aufgenommen. Der Senior Alfred Klein, zusammen mit dem Präses Dechan Schieben, nimmt die Auszeichnung vor. Der Altsenior Franz Sala überbringt die Glückwünsche des Vereins und übergibt jedem als Erinnerung ein Buchgeschenk. Auch am Patronatsfest Peter und Paul zieht jedes Jahr eine große Prozession von der Kirche St. Peter zur linken Kapelle in der Friedhofstraße. Daran beteiligen sich eifrig, genau wie an Fronleichnam, zahlreiche Vereine, Jugendgruppen mit ihren bunten Bannern, die weltlichen und kirchlichen Gremien und viele Bürgerinnen und Bürger von nah und fern. Thank you.
Überall am Straßenrand sind die festlich geschmückten Häuser zu sehen. Die Fahnenträger mit ihren bunten Bannern der Jugendgruppen. Die Kommunionkinder mit ihren Kränzchen auf dem Kopf. Die Schwestern des Marienkrankenhauses Erang. Der Kirchenchor Cecilia und das Blasorchester. Die Sakramentsgruppe mit den Messdienern. Der Kirchenvorstand und anschließend die Sebastianus-Schützenbruderschaft. Sie alle ziehen vereint mit in dieser Prozession. Was wäre Erang ohne seinen Schützenverein? Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft von 1480 feiert ihr traditionelles Schützenfest. In einem großen Festumzug durch den Ort wird der neue Schützenkönig zur Kirche geleitet. Auch viele Gastvereine aus nah und fern sind gekommen. We'll be right back.
der Präses der Schützenbruderschaft, auch hier Deschan Stefan Schieben, übergibt nach einer kurzen Ansprache und der Segnung der Insignien diese an den neuen Schützenkönig Karl Losen. Nach einem gemeinsam gesungenen Schlusslied geht auch diese Feierstunde zu Ende. Am 2. Mai 1965 fand in Anwesenheit hoher geistlicher und weltlicher Würdenträger die feierliche Grundsteinlegung der Adolf-Kolping-Siedlung statt. Die Urkunde, die von allen Beteiligten unterzeichnet wurde, endet mit den Schlussworten: In einer guten Familie findet die Tugend den sichersten Schutz. Das Leben die stärkste Wehr. Der Obmann der Siedlergruppe, Alfred Meyer, begrüßte die zahlreichen Gäste. An ihrer Spitze der Bundestagsabgeordnete Heinrich Holkenbrink. Einer der Siedler, Alois Melchior, erläutert kurz die geplanten Baudetails. In seiner Festansprache wies der Bundestagsabgeordnete Heinrich Holkenbrink auf die besondere Bedeutung der Familie in der Gesellschaft hin und betonte, dass durch das mutige Bauvorhaben in Erang der Ort eine neue Qualität erhalte. Um der Nachwelt dieses große Ereignis später einmal in Erinnerung zu rufen, wurde die Urkunde anschließend in einem luftdicht verschlossenen Behälter mit anderen aktuellen Dokumenten der Zeitgeschichte eingeschweißt und in den Grundstein eingemauert.
mit einer symbolischen Mauererrichtung durch einen Hammerschlag auf den Grundstein und der damit verbundenen Entrichtung eines Obolus der Gäste an die Genossenschaft ging die Feierlichkeit zu Ende.